Durch Corona wurde in vielen Schulen nach Lösungen gesucht, um weiter unterrichten zu können. Seitdem wurden die Tablets für viele SchülerInnen immer mehr zu Begleitern im Unterricht. Wir berichten darüber, welche Probleme und Chancen das digitale Lernen haben kann und welche Sicht die Lehrkräfte auf das Thema haben. Dafür haben wir Hildegard Büding, eine Lehrerin vom Gymnasium St. Moritz, befragt. Hier sind die Tablets schon seit einiger Zeit ein fester Bestandteil des Schulalltags. Also es geht eigentlich gar nicht mehr ohne. Es hat sehr mit der Corona-Phase zu tun, wo alle sich so ein bisschen auf das iPad, ja, ich sag mal, gestürzt haben, aber nicht, weil es nichts anderes gibt, sondern weil es einfach die beste Form ist, Daten zu übermitteln und das Arbeitsmaterial zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch ein paar Nachteile beim Tablet, aber erstmal sehe ich an der Stelle wirklich sehr viele Vorteile und deswegen würde ich sagen, so seit Corona eigentlich. Einmal ist es ein Datenträger, wo die Sachen auch drauf sind, die Materialien drauf sind, das ist das eine. Dann können wir es nutzen, um bei den Präsentationen auch Beschriftungen durchzuführen. Das nutze ich sehr viel. Manchmal ist es nur ein Foto oder einfach auch das Arbeitsmaterial, was dann bearbeitet wird an der Tafel. Und ich kann den Schülern und Schülerinnen halt alle Materialien digital zur Verfügung stellen. Und das zur Verfügung stellen, das hat eben auch ein paar Vorteile, dass alle es gleichzeitig zur Verfügung haben und alle es auch in der nächsten Stunde noch auf ihrem Tablet haben. Das sind super Möglichkeiten, auch die Möglichkeiten, Schülerergebnisse vorne zu präsentieren, weil auch die Schüler ja den Zugang haben auf den Beamer. Das finde ich super. Das ist auch komfortabler, das ist für die Sinneswahrnehmung attraktiver, es ist nicht pixeliger und es ist, ja, es ist einfach eine bessere Qualität der Präsentation. Es ist klar geworden, dass es viele Möglichkeiten gibt, den Unterricht besser zu gestalten. Jedoch gibt es auch eine Kehrseite. Ich habe ja die 9B und die haben alle ein Tablet. Und da müssen wir schon ein bisschen Acht geben, dass das Tablet nicht für Sonstiges sozusagen missbraucht wird. Wir haben immer mal wieder eine App benutzt, die mir die Möglichkeit gibt, das auch zu kontrollieren. Aber je mehr das Tablet praktisch fast der einzige Gegenstand oder für die ganzen Materialien und für alles ist, umso wichtiger ist es, dass wir die Classroom-App eigentlich in jeder Stunde einsetzen, auch wenn ich weiß, dass die Schüler und Schülerinnen das lieber manchmal etwas anders haben. Aber so kann ich halt kontrollieren, wer über einen längeren Zeitraum auch mit anderen Medien beschäftigt war. Ich empfinde es auch manchmal als für Schüler unvorteilhaft, das weiß nicht, ob das für die Schüler auch so sehen, dass man einerseits das Buch und das, was man schreibt, dass das praktisch auf einem Tablet ist, dann muss man immer so ein bisschen hin und her switchen und manchmal ist es dann ein bisschen klein. Viele SchülerInnen setzen beim Lernen auf Lern-Apps. Aus Sicht der LehrerInnen werden diese aber zum Teil auch kritisch bewertet. Ich finde, erstmal ist so ein Frage- und Antwortspiel nicht so attraktiv, was Problemlösekompetenz angeht. Also früher hat es auch schon mal so Lehrgänge gegeben, natürlich dann auf Papier. Das ist nicht so spannend, würde ich mal sagen. Das kann man mal machen, so am Ende, wenn es was zu lernen gab und man das nochmal sichert. Dafür ist das vielleicht ganz attraktiv. Vielleicht ist es in Sprachen auch sinnvoll. SchülerInnen greifen oft auf das Tippen auf der Tastatur zurück, wenn es um das Mit- oder Abschreiben geht. Manche Eltern sorgen sich darum, dass ihre Kinder dabei das handschriftliche Schreiben verlernen. Ich glaube nicht, dass das ein Vorteil ist. Also ihr jetzt gerade, meine Schüler schreiben ja viel, auch mit dem Pen, mit dem Pencil. Da übt man ja Handschrift und trotzdem ist die Frage, ob das so gut funktioniert wie bei einer händischen Handschreibung, wenn ihr jetzt meinetwegen eine Klausur oder sowas schreibt. Zuletzt wollten wir wissen, wie die Zoom-Konferenzen im Lockdown verliefen und ob sie eine gute Alternative zum Präsenzunterricht sind. Im ersten Lockdown hieß es ja, nee, wir sollen möglichst die Schüler nicht kontaktieren und so. Dann haben wir euch Aufgaben geschickt, ihr habt die zurückgeschickt. Das fand ich sehr ermüdend und auch, ich habe sogar keinen Kontakt zu den Schülern und Schülerinnen gekriegt, aber im Zoom, wenn da 30 Leute sitzen und drei sagen was. Also ich glaube, die Aufnahmespanne war da schon auch begrenzt. Ich weiß von Schülern, die mir zurückgemeldet haben, ich habe von den Zoom-Konferenzen fast nichts mitgekriegt.
Dann gab es aber auch welche, die sagten, für mich war das eine gute Alternative. Also ich glaube, es hängt sehr von dem Lerntyp ab. Und je länger es dauerte, umso mehr habe ich dann den Präsenzunterricht herbeigesehnt. Das ersetzt keine Zoom-Konferenz. Dieses auch mitzubekommen, wann Schüler was nicht verstanden haben oder nochmal mitzukriegen, ob ich da nochmal hingehen soll. Wir haben da die Breakout-Rooms gehabt, das war auch nicht schlecht, aber es ist kein vollwertiger Ersatz für Präsenzunterricht, wird es auch nie werden. Digitales Lernen bringt sowohl Möglichkeiten als auch Risiken mit sich. Es gibt zwar Argumente auf beiden Seiten, jedoch geht der Trend in Richtung digitaler Unterricht. Welche Konsequenzen das für die SchülerInnen hat, wird sich erst mit der Zeit zeigen.